Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5. Come on! Ich kann die Tür nicht klicken. Ah, doch jetzt. Hallo Kätzchen. Wow, und dann dreht sich das Kätzchen weg, wenn man sie ja begrüßt. Aber die ganze Zeit mauzen. Und für viele wird das wahrscheinlich sogar ungewohnt sein. Aber ich als Kerl bin nicht der Resident Evil Profi in der Beziehung. Komischerweise. Oh, erstmal duschen. Da tropft etwas von der Decke. Das ist kein Matsch. Also ich würde sagen, Dusche gelungen. Ah, jetzt fühlt man sich doch wieder frisch. Ah, mit halbem Leben brauche ich, glaube ich, noch nicht healen. Er ist vom Alpha-Team? Ah ne, ist er vom Alpha-Team? Er ist schon tot. Ah, ich glaube, hier war noch ein Emblem irgendwo. Geld! Wo ist denn jetzt das Emblem? Nee. Von hier nicht, ich meine von drüben konnte man das nur holen. Dann ist das... Ach da. Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. It was a setup. A setup? What is this? It's data regarding the deal. Hey, hey, hang in there. I saw someone, but they ran away. Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Daten müssen um jeden Preis gerettet werden. Was mir gerade auffällt, ich hoffe, du hast vorhin das restliche Geld oben aus der Kiste genommen, weil ich meine, ich habe da oben was vergessen.
Wo bist du hin? Ha. Komm weiter. Noch eine Leiche. Verdammt. Gibt es keine Überlebenden? Lag da nicht noch was? Er kommt jetzt schon? Der Ofenraum? Aber der Ofenboss doch noch nicht. Oh Gott. Mach du mal, ich glaube, du bist da besser. Du musst dann den Knopf da drücken. Ich hasse es. Den Ofenboss. That's what got Alpha Team. Was würde ich jetzt nicht alles tun für einen Raketenwerfer mit zwei Schuss? Das Ding wäre instant tot. Hätte ich die anderen auch umwerfen sollen? Ich gehe schon mal auf die andere Seite, ne? Ja, dass ich durchlaufen kann. Also rumlaufen kann. Ja, ich bin ja schon dabei. Naja, ich wollte gerade sagen, ich hatte mich versehentlich Trigger. Ja, ich bin schon da. Einschalten. Möge der Ofen sich beeilen. Ich schalte an, ne? Ich kann gar nicht anschalten. Geht nicht. Warum nicht? Jetzt würde es wieder gehen. Ich bleib mal hier in der Ecke stehen. Du machst das schon. Bitte nicht mich, bitte nicht mich, du willst mich nicht. Leck mich. Ich schalt an, ne? Jetzt geh doch schneller zu Ofen. Nein, du kommst hier nicht raus, Junge. Ist er jetzt definitiv weg nach dem ersten? Ist ja noch entspannter als ein Raketenwerfer. Glaube ja. Oh, jetzt will er mit. Ich. Ja, natürlich kann ich den Inventar nicht öffnen. Will er mich immer noch? Alter an. Okay, dann komme ich wieder raus. Ja, will dich. Kommst du schnell genug raus, wenn ich jetzt einschalte?
jetzt aber. Ich glaube, er ist zu schnell. Okay, never mind. Aber Hauptsache, ich gehe zu ihm hin, weil ich ein Hundgeier bin und bemerke, dass er noch lebt. Kommt da nicht so eine Katze, die mir noch stirbt? Die Frage wurde soeben beantwortet. Aber irgendwas hat er doch trotzdem da fallen lassen. Irgendein wichtiges Item? Nee, nichts? Was ein Geier. Ah, ein Emblem. Oh. Thanks. Come on! Come on! Come on! Roger! Come on! Come on! Let's go. I got it. What was that thing? BOW, that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris, to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out, too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and they're on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Oh, wir haben viel zu lange gebraucht, aber das trifft sich ziemlich gut, weil wir sind jetzt auch schon wieder am Ende des Parts angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Part.